Hallo und herzlich willkommen zu dieser Buchholzbuden-Bau-Challenge. Ihr fragt mich schon seit bestimmt einem Jahr oder so immer mal wieder, ob ich nicht mal eine Bau-Challenge mit euch machen könnte oder ein Community-Projekt, also eben etwas, wo ihr etwas mehr dran beteiligt seid. Und tada, heute ist der Tag gekommen. Und zwar, hier haben wir ein nicht fertiggestelltes Grundstück. Und was das hier werden soll, ist, wie ja viele von euch wissen, spiele ich auf diesem Kanal die Sims 4 100 Baby Challenge. Und wenn die Kinder erwachsen werden und von zu Hause ausziehen, brauchen sie einen Ort, an dem sie leben können. Und bis jetzt habe ich auch schon einige Häuser gebaut für die Kinder der 100 Baby Challenge, wenn sie erwachsen geworden sind und ausziehen. Und ja, eine Art von Haus in die Richtung soll das hier auch werden. Und ja. Jetzt ist die Sache die, ich habe euch hier dieses Grundstück, so wie es so ist, auf der Galerie hochgeladen. Ihr könnt es einmal finden unter dem Hashtag AmimiXD und unter dem Hashtag Buchholzbude. Und die Regeln der Challenge sind so: Es geht darum, dass ihr aus hier diesem unfertigen Grundstück ein fertiges, funktionierendes Wohnhaus macht. Also mit funktionierend meine ich eben, es muss eine Küche da sein, es muss ein Badezimmer da sein. Eben so alle Sachen, die man braucht, damit ein Sim da wirklich gut leben kann. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr dürft diese Wände und das Fundament erweitern, aber ihr dürft sie nicht löschen. Was ich damit meine, ist, ihr dürft zum Beispiel hier das Fundament größer machen oder ihr dürft hier noch Fundament platzieren, all diese Sachen, aber ihr dürft nicht das Fundament, was jetzt hier schon da ist, löschen. Ihr dürft natürlich noch viele weitere Wände ziehen. Ihr dürftet zum Beispiel auch hier das Haus hier in die Richtung noch erweitern. Okay, das sieht jetzt sehr komisch aus. Aber sozusagen, also hier nach dieser Wand noch etwas bauen. Das dürft ihr. Aber ihr dürft nicht zum Beispiel hier die Wand löschen oder so. Das nicht. Ihr dürft die Wände allerdings höher machen, wenn ihr das möchtet. Die Treppen, die jetzt schon hier sind, und die Bäume dürft ihr ersetzen, aber es muss an dieser Stelle immer jeweils immer noch eine Treppe oder ein Baum stehen. Also ihr dürftet jetzt hier zum Beispiel eine andere Treppe platzieren als jetzt die, die ich jetzt hier genommen habe, aber an dieser Stelle und an dieser Stelle muss am Ende immer noch eine Treppe sein. Ihr dürftet auch hier die beiden Bäume löschen und dann dafür Palmen hinstellen, aber es sollen am Ende hier irgendwie noch zwei Bäume stehen. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr müsst natürlich nicht hier in Brindleton Bay, wo wir gerade sind, bauen. Ihr könntet das zum Beispiel auch nach Oasis Springs platzieren und dann hier zwei Palmen platzieren und das eher so zu einem Wüstenhaus machen. Ihr dürft jeden Stil, jeden Baustil, der euch einfällt, hier verwenden, den ihr möchtet. Das Haus soll am Ende mindestens zwei Schlafzimmer haben, also 2 bis 8 Schlafzimmer. Ihr dürftet auch hier das Grundstück auf ein großes Grundstück platzieren und das dann halt auch noch viel größer machen oder noch ein Haus daneben bauen oder was auch immer euch einfällt. Aber mindestens 2 Schlafzimmer soll es geben. Alle Erweiterungen dürfen verwendet werden. Ich habe hier auch alle Erweiterungen. Nur kein Custom Content. Und das ist der Punkt, der mir wirklich sehr wichtig ist, weil ich spiele nicht mit Custom Content. Ich habe auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, Custom Content zu installieren. Also ich hatte da mal eine Situation, die ein bisschen schwierig wieder zu reparieren war im Spiel, sage ich jetzt mal so. Also wenn ihr Custom Content verwendet, sozusagen muss ich euch leider disqualifizieren. Also wäre es super halt, wenn ihr das baut, was mich super freuen würde, wenn ihr halt keinen Custom Content verwendet dafür. Und ja, das sind schon alle Regeln zu diesem Haus, wie es gebaut werden soll. Ihr könnt es bis zum 14.8., also das ist ein Mittwoch im August, das sind etwas mehr als 3 Wochen von heute an, auf der Galerie teilen, auch unter dem Hashtag Buchholzbude, damit ich es auch finden kann. Wenn ihr nicht genau wisst, wie man Grundstücke auf der Galerie teilt, ich habe dazu mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich euch in der rechten oberen Ecke. Und ja, ich bin total gespannt, irgendwie, wenn ihr mitmacht, ob überhaupt jemand mitmacht. Ich habe eben hier dieses Dings gebaut und ich war so, irgendwie möchte ich hier jetzt selbst auch noch was bauen. Also vielleicht baue ich ja auch was, was dann natürlich aber nicht bei der Challenge mit dabei ist. Und wie wir den Rest handhaben,
Da bin ich ein bisschen unsicher, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich jetzt zu erwarten habe. Ob jetzt eine Person nur ein Haus hochlädt und ich dann denke, okay, super, dann ist das das Haus, was wir jetzt nehmen. Ob mehrere Leute Häuser hochladen und dann muss ich mir überlegen, welches nehmen wir denn jetzt. Aber gesetzt dem Fall, wir haben mehrere Häuser in der Galerie, was ich auch echt cool fände, weil man einfach auch verschiedene Sachen sehen kann. Dann die aus diesem Grundriss hier gemacht wurden, dann würde ich es so machen, ich würde bis zu drei Grundstücke platzieren. Das bedeutet also, wir brauchen ja in der Baby Challenge noch weitere Häuser, in denen unsere Kinder einziehen können. Das heißt, ich würde nicht nur einmal das Grundstück platzieren, sondern halt bis zu dreimal. Ich denke, häufiger als dreimal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bis zu dreimal. Wenn es also mehr als drei Häuser da sind und wir eine Entscheidung treffen müssen, welche drei Häuser wir platzieren, werde ich euch einfach abstimmen lassen. Also dann werdet ihr auch mit einbezogen in den Prozess sozusagen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auch gespannt, wenn wir die drei Häuser, also wenn es drei Häuser geben wird, platzieren, wie das aussehen wird irgendwie, ob die ähnlich sind oder unterschiedlich sind. Also jetzt, wenn ich das hier so anschaue, sieht es für mich, ich denke, ich würde vielleicht eine moderne Renovierung machen, aber es gibt natürlich 100.000 Möglichkeiten von Sachen, die man machen kann und je unterschiedlicher eure Häuser sind, desto interessanter wird das für mich. Also macht da gerne was ihr wollt und so groß ihr wollt oder so klein ihr wollt. Also halt wie gesagt, zwei Schlafzimmer sollten da sein, aber halt der Rest ist komplett euch überlassen. Und ja, dann hoffe ich, euch gefällt die Idee, euch gefällt das Projekt und ja, dann freue ich mich auf alles, was ihr vielleicht macht. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!